Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Partner-Event SolidCAM, COSCOM und Vericat. Thema des heutigen Tages: kostenoptimierte Fertigung in einer heterogenen Systemlandschaft. Bei mir von der Firma COSCOM, der Norbert Finkel, von der Firma Sigitech, der Dirk Weiß, die technisch unterstützt werden vom Wolfgang Heller und vom Henning Felber. Und wir dürfen gespannt sein auf interessante Beiträge und ich wünsche Ihnen jetzt einen interessanten Event. Vielen Dank und ich übergebe an den Norbert. Danke, Stefan. Ja, Stichwort kostenoptimierte Fertigung in einer heterogenen Systemlandschaft. Wie Ihnen das gelingen kann, zeigt Ihnen heute unser Praxisbeispiel. An dieser Stelle gebe ich Ihnen noch einen kurzen Überblick zum Ablauf des Praxisbeispiels. Das ist die Grundsituation. Die technischen Stammdaten entstehen in der Topfloor-Ebene und werden meistens durch Konstruktion und Arbeitsvorbereitung angelegt und gepflegt. In der Office-Floor-Umgebung, sprich bei der CAM-Programmierung und der Simulation, werden eben genau diese Stammdaten genutzt, wie beispielsweise Artikel- oder Bauteilenummer, Zeichnung mit dem aktuellen Zeichnungsindex oder aber die Arbeitsvorgangsdaten aus dem Arbeitsplan. Um eben jetzt arbeitsfähig im Sinne von Programmierung und Simulation zu sein, werden weitere Daten, digitale Daten, notwendig. Und diese kommen jetzt eben aus der Shopfloor-Umgebung. Das sind Daten zum Betriebsmittel, wie beispielsweise grafische und parametrische Informationen zu schneidenden Komponenten, zu Komplettwerkzeugen, zu Spannmittel und Vorrichtungen beispielsweise. Im Praxisbeispiel geht es jetzt darum, Ihnen genau diese Digitalisierung, diese Prozessvernetzung aufzuzeigen und das bereichsübergreifend von der ERP-Ebene bis letztlich runter zur Maschine, zum Maschinenbediener. Während des Praxisbeispiels werden PowerPoint-Folien eingeblendet und am Prozessband unten können Sie jederzeit sehen, wo wir uns gerade im Verlauf der Präsentation befinden. Und nun übergebe ich an meinen Kollegen, den Henning Felber, der Ihnen den Prozess zum Datenmanagement näher bringt. Ja, vielen Dank, Norbert. Damit ein NC-Programm auf der Maschine laufen kann oder auf dem Weg dorthin, werden viele Daten benötigt und viele Daten erzeugt und auch Informationen erzeugt. Unser Ziel ist es, diese Daten zentral zu organisieren und für alle Prozessteilnehmer zur Verfügung zu stellen. Ein zentrales Produkt ist zum Beispiel der Tool-Direktor. Innerhalb des Tool-Direktors verwalten wir alle Betriebsmittel, die dafür benötigt werden, dass ein NC-Programm auf der Maschine laufen kann. Innerhalb des Tool-Direktors verwalten wir Werkzeuge, allgemeine Betriebsmittel, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel und Vorrichtungen. Wir erhalten jederzeit zu den Komponenten, zu Komplettwerkzeugen, immer die komplette Stückliste mit den entsprechenden Informationen über Bestandsdaten, sind genügend Komponenten im Unternehmen vorhanden. Und letztendlich stehen uns mit der Anlage dieser Komponenten, dieser Werkzeuge, diese dementsprechend auch für alle Prozessteilnehmer zur Verfügung. Der Factory Director ist letztendlich die zentrale Stelle der Dokumentation. Dort fließen alle Daten aus unterschiedlichen Datensilos zusammen und werden zentral zur Verfügung gestellt. Ich suche mir an der Stelle einfach mal einen Artikel. Genau. Das heißt, wir haben einmal einen Artikel, die Grunddaten können aus dem führenden ERP-System kommen, einen Artikel mit dem aktuellen Änderungsstand, dazu dementsprechend der Arbeitsplan und auch zusätzliche Dokumente oder auch CAD-Informationen aus unterschiedlichen DMS- oder auch PDM-Systemen. Über den Arbeitsgang gelangen wir dann dementsprechend zu den NC-Programminformationen. Das heißt, immer noch im Factdirektor in der NC-Programmverwaltung ist dokumentiert, was benötigt wird, damit dieses Bauteil so auf der Maschine laufen kann. Das heißt Werkzeuge, Spannmittel, Vorrichtung und so weiter.
Dazu gibt es dementsprechend auch noch DNC-Funktionalitäten, worüber wir sicherstellen, dass nur das aktuell gültige freigegebene NC-Programm auch in der Fertigung zur Verfügung steht. Aus dem NC-Programmformular können wir dann letztendlich auch Vericard starten mit allen erforderlichen Informationen und dementsprechend auch SolidCAM direkt aus dieser Oberfläche mit Maschineninformationen, Materialinformationen und übergebe diese Stelle an dieser Stelle an Wolfgang. Vielen Dank, Henning, für die Übergabe der ganzen Daten. Wie Sie sehen, wurde jetzt alles aus dem Factory Director in SolidCAM übergeben, Spannmittel, Rohteil, Fertigmodell. Und ich will jetzt gerne dieses ganze Bauteil mit Ihnen durchprogrammieren. Zuallererst hole ich mir die passenden Werkzeuge. Die passenden Werkzeuge importieren wir direkt über die Schnittstelle aus dem Tool Director. Ich wähle mir einmal alle passenden Werkzeuge mit an, die wo mir vom Tool Director zur Verfügung gestellt werden und lade die in SolidCAM. Es werden hier nicht nur die Werkzeuge an sich mit importiert, sondern alle relevanten Daten, wie Halter, Ausspannlängen und sogar die Schnittdaten nach dem gewählten Material. Okay, Werkzeuge habe ich importiert und somit kann ich mit meiner Programmierung beginnen. Zuallererst möchte ich oben Planfräsen. Dafür wähle ich mir einen Planfräsjob aus und es öffnet sich der SolidCAM bekannte Programmierdialog. Als Geometrie soll er automatisch mein Rohmaterial erkennen und ich wähle als nächstes das Werkzeug. Werkzeug nehme ich mir den vorimportierten Eckmesserkopf. Und, Durchmesser 63, natürlich wie gesagt mit den passenden Schnittdaten. Und schon habe ich meine erste Bearbeitung festgelegt, bedeutet mein Planfräsjob, welchen ich mir auch in der Volumenabtragssimulation anzeigen lassen kann, und hier auch gleich mein Restmaterial. Wir sehen hier in der Simulation auch schon mal meine Laufzeit, meine Schnittdaten, Drehzahlen, Vorschübe, meine Koordinaten als Info in X, Y, Z und habe somit meine Planfräsbearbeitung abgeschlossen. Was sich natürlich immer lohnt, wenn viel Material zu zersparen ist, ist natürlich eine trochodiale Bearbeitung, dies in Form bei SolidCAM mit einem 2D- oder 3D-Eye-Machining-Job. Ich möchte als nächstes die Außenkontur bearbeiten. Dafür habe ich einen 2D-Eye-Machining-Job gewählt und schalte hier auf Schruppen und Schlichten, iRough, iFinish. Als Geometrie lasse ich automatisch meine Außenkontur erkennen. Als Werkzeug wähle ich einen vorimportierten 16er Schaftfräser. Wie gesagt, hier auch alle meine relevanten Daten wie Schnittlänge, Zähnezahl übergeben. Auch die Schnittdaten, welche wir im iMachining jetzt nicht benötigen, da Drehzahlen, Vorschübe, Zustellung automatisch berechnet werden. Ich lege als nächstes nur noch meine Bearbeitungstiefe fest. Dazu wähle ich diese Kante unten und sage, diese Kante plus 5 mm möchte ich bearbeiten. Und somit habe ich meine komplette Außenkontur geschrubbt und geschlichtet. Als nächsten Step möchte ich diese offene Tasche bearbeiten. Dafür verwende ich auch wieder einen iMachining-Job. Das bedeutet, ich kann mir diesen Job einfach speichern, kopieren, wähle nochmal meine Geometrie mit an, diesmal nicht über Außenkontur, sondern über Flächen und habe dementsprechend wieder meine Bearbeitung für diese innere Tasche. Auch wieder geschrubbt und geschlichtet. Eine schöne Funktion, welche im SolidCAM seit der 2019er zur Verfügung steht, sind diese sogenannten Drag-and-Drop-Vorlagen. Dies bedeutet, ich kann entweder Vorlagen, die wo ich mir bereits angelegt habe, oder auch Jobs aus dem Werkzeugbaum nehmen, auf eine Fläche ziehen. Es wird mir automatisch
die Fläche angewählt, einen Nullpunkt gesetzt und muss mir hier keine Gedanken machen um Schwenkbewegungen. Das Einzige, was ich wähle, da ich nicht diese vordere Fläche bearbeiten möchte, sondern eigentlich diese Kontur, gebe ich meine Geometrie nochmal neu an, sage, ich möchte diese Kontur bearbeiten, bestätige das Ganze und man sieht schon mal wieder die Vorschau des Restmaterials. Auch hier passe ich meine Bearbeitungsebene an, ich möchte 2 mm über die Kante unten rausfahren und habe nächste Bearbeitung in der Tasche, wie man so schön sagt. So, so zieht sich jetzt eigentlich die ganze Bearbeitung durch. Natürlich stehen wir nicht nur Eilmaschinenbearbeitung zur Verfügung. Man kann dieses Bauteil auch mit konventionellen Jobs bearbeiten. Das jetzt in Form eines normalen Taschenjobs möchte ich diese Innenkontur, diese Innentasche rausholen. Bedeutet hier auch wieder derselbe Ablauf. Ich wähle einmal meine Kontur an der Tasche, wähle wieder mein entsprechendes Werkzeug, hier einen Vollhartmetall-Schaftfräser Durchmesser 6, passe meine Ebenen, gegebenenfalls meine Zustellung mit an, heißt bis zu dieser Kante 7 mm und 3 mm Steps will ich bearbeiten, sieht gut aus. Gegebenenfalls könnte ich auch mit einer Zustellung arbeiten, was hier, denke ich mal, im Aluminium kein Problem darstellen sollte. So. Für die offene Tasche an der Seite gehe ich wieder zurück auf meine Drag-and-Drop-Vorlagen oder Drag-and-Drop-Funktionalitäten. Bedeutet, ich ziehe mir meine Taschenbearbeitung auf diese Fläche. Es wird automatisch ein Nullpunkt erzeugt. Ich passe nur dementsprechend wieder meine Geometrie mit an. Bedeutet, ich möchte die Geometrie von hier bis hier bearbeiten. Und das Ganze soll als offene Tasche gehandhabt werden. Kontrolliere nochmal meine Ebenen, meine Zustellungen. Nehmen wir mal 3 mm und gegebenenfalls meine komplette Technologie. Im Moment wird das Ganze noch wie eine Tasche bearbeitet, bedeutet in der Mitte eingestochen. Zwar schaumförmig, ist jetzt nicht die optimalste Werkzeugbahn. Ich möchte lieber konturparallele Bahn, auf einen Knopfdruck das Ganze umgestellt und habe somit meine Bearbeitung. Bisschen schneller auflassen. Somit hätte ich auch diese Tasche fertig bearbeitet. Wir befanden uns jetzt immer im Bereich des 2,5D-Fräsens, auch indexierte Bearbeitungen zählen zu den 2,5D-Bearbeitungen, aber auch etwas komplexere Bearbeitungen wie 5-Achs-Simultan-Jobs sind eigentlich kein Hexenwerk. Ich möchte diese Phase abwalzen, dafür nehme ich einen Walzfräsjob, der genau für solche Geometrien gedacht ist. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Kontur über Flächen zu wählen oder auch über obere und untere Kurven. Bedeutet, ich nehme einmal diese obere Randkurve und die untere Randkurve, auch mit der automatischen Geometrieverfolgung. Wähle mir als nächstes wieder mein passendes Werkzeug. Hier wieder diesen 6er Vollhartmetallfräser und habe dementsprechend jetzt eine vollwertige simultane Werkzeugbahn. So. Also auch kein Hexenwerk. Als nächstes möchte ich noch diese Bohrungen, diese 5 Bohrungen setzen. Wie Sie sehen, gehen die jetzt in verschiedene Richtungen. Man könnte das jetzt natürlich auch wieder mit indexierten Jobs programmieren. Hier stellt uns aber Solidcam das Multiachsenbohren zur Verfügung. Multiachsenbohren bedeutet, ich wähle einmal über meine Geometrie meine Bohrungen aus und er erkennt mir automatisch die Anstellung der einzelnen Bohrungen. Könnte hier in der Technologie noch sagen, will ich mit Zyklus arbeiten, könnte dementsprechend meine Tiefen noch anpassen. Das alles natürlich erst, nachdem ich ein Werkzeug gewählt habe. Da nehmen wir einen 5er Bohrer und sagen jetzt zum Beispiel meine Durchgangsbohrungen, welche sich in
diesen beiden Gruppen befinden, möchte ich jetzt automatisch meinen Bohrdurchmesser mitverrechnen lassen. Somit ist gewährleistet, dass durchgebohrt wird. Und auch hier in 0,x meine Bohrungen programmiert. Und man sieht auch schön, wenn man mal die Transparenz ausschaltet oder umschaltet. Ach, das war jetzt wieder. Machen wir es doch kurz so. Schaut mal, mal quasi die Dings, Restmaterial, sagt man da. Man sieht, dass automatisch die Werkzeugspitze mit verrechnet wird. So, dann bin ich jetzt eigentlich komplett fertig mit dem Bauteil. Was zu guter Letzt noch fehlt, ich möchte die untere Seite jetzt keine zweite Aufspannung, bedeutet, ich trenne das ganze Bauteil ab und das funktioniert über einen sogenannten Profiljob. Hier wähle ich mir eine Kanten, an denen ich mein Bauteil abtrennen will. Ich möchte jetzt einmal die linke und die rechte Kante nehmen und möchte jetzt jeweils einmal von hier bis hier und auf der anderen Seite von hier bis hier trennen. Als Werkzeug definiere ich wieder einen bereits importierten Trennfräser mit den richtigen Schnittdaten. Ebenen lasse ich quasi meine Schneidlänge mit verrechnen, damit ich hier auf 0 gehe und habe somit eigentlich mein Bauteil abgetrennt und bin komplett fertig mit meiner Bearbeitung. So. Ich bin mit der Bearbeitung fertig und auch zufrieden. Bleibt mir nur noch eins zu tun. Ich gebe mein NC-Programm aus, passend für die Maschine. Und in diesem Zuge wird automatisch dieses komplette NC-Programm wieder zurück an Factory Director übergeben. Mit allen Werkzeugen, Schnittdaten und so weiter. Und ich übergebe das NC-Programm nicht nur an Factory Director, sondern gleichzeitig wieder an Henning zurück. Vielen Dank. Gut, das NC-Programm ist fertig, wurde dementsprechend wieder automatisch im Factory Director zu dem NC-Programm zugeordnet. Bei der Programmierung wurden die Werkzeuge aus dem Tool Director verwendet und wir können jetzt hier an dieser Stelle auf Basis von diesem NC-Programm mit Hilfe des NC-Parsers letztendlich automatisiert eine Werkzeugliste erzeugen. Das heißt, mit dem NC-Parser durchsuchen wir das NC-Programm, finden dort die Werkzeugaufrufe mit den entsprechenden Informationen und erzeugen daraus diese Werkzeugliste. Somit haben wir jetzt den Bezug geschaffen des Artikels aus einem ERP-System zu dem NC-Programm zu einzelnen Werkzeugen mit den entsprechenden Werkzeugkomponenten. Und wir können jederzeit aus der Werkzeugliste heraus wieder in den Tool-Direktor gehen, sehen dort weiterführende Informationen zu den Werkzeugen und dementsprechend auch wieder zurück. All diese Informationen, die wir jetzt hier haben, Werkzeuge, Spannmittel, Vorrichtung, stehen jetzt für weitere Prozessteilnehmer zur Verfügung. Und dementsprechend auch in Verbindung mit dem NC-Programm für Vericut. Das heißt, wir erzeugen das komplette Layout für Vericut und starten auch die Simulation direkt aus der Oberfläche und übergebe an dieser Stelle wieder an Dirk. Vielen Dank, Henning. Vielen Dank, Wolfgang, für die Vorbereitung und die Programmierung. Da wir die ganzen Daten jetzt schon komplett aus Coscom in unser Vericut-Projekt übertragen haben, starte ich hier direkt auch gleich die Simulation, weil alle Daten ja komplett verfügbar haben und schauen hier an der Stelle, ob wir irgendwelche Fehler im NC-Programm drin haben, ob im PP noch irgendwo ein Fehler zum Beispiel in das NC-Programm gestanden ist. Das ist nicht der Fall. Wir haben hier alles schön sauber, es ist alles in Ordnung, wir haben keine Entscheider-Fehler und so weiter. Nichts ist dementsprechend drin. Dazu möchte ich jetzt mal ein bisschen näher aufzeigen, wie die ganzen Daten von Coscom an Vericut übergeben wurden. Das Ganze beginnt hier in die Vorlage herein, das Reinspeichern der Vorrichtung. Auch hier schön zu sehen, dass die als einzelne Komponenten mit übergeben wurden. Das Rohteil entsprechend. Wir haben noch das Fertigteil im Hintergrund liegen.
genauso wichtig der Nullpunkt entsprechend hiermit hinterlegt wurde, den wir brauchen. Und ganz, ganz wichtig, die Werkzeuge. Da möchte ich kurz mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wir sehen hier den Planfräser als Wendeplattenwerkzeug mit den einzelnen Wendeplatten drin. Wir haben den 16er Schaftfräser, den der Wolfgang verwendet hat. Und auch bis hin zu unserem Scheibenfräser zum Abtrennen des Bauteils. Alle Werkzeuge sind hier sauber übergeben als 3D-Grafiken, sodass ich hier alle Möglichkeiten habe. Und wenn wir zum Beispiel jetzt einfach mal bei den 16er Schaftfräser reinschauen, auch sind die ganzen Force-Parameter für das Werkzeug mitgekommen, sodass wir das jetzt an dieser Stelle auch weiter verwenden können. Weil das ist der nächste Schritt, den ich hier machen möchte. Ich möchte Ihnen jetzt hier auch nochmal zeigen, was man an so einem Bauteil auch mit der Optimierung mit dem Werkrad Force noch erreichen kann. Dazu schalte ich, habe jetzt erstmal das Projekt wieder zurückgesetzt. Ich schalte meine Optimierungssteuerung erstmal die Analysefunktion ein, um mal zu sehen, was ich hier genau an dem Bauteil habe. Wir haben hier jetzt ein Aluminium gewählt, was wir dann noch zersparen wollen. Ich sehe jetzt hier, meine Optimierung ist eingeschaltet und ich lasse die Simulation jetzt mal laufen. Dabei werden über die Smart Part Technology, unsere hochgenaue Abtragssimulation, hier diverseste Parameter ermittelt, die ich im Anschluss an der Simulation in einer Grafik dargestellt bekomme. Was wir jetzt hier denn der Fall ist, ich sehe hier als im oberen Bereich die Spanstärke und im unteren Bereich die Gesamtkraft über alle Werkzeuge. Diese kann ich mir auch als Einzelwerkzeuge anschauen, jetzt hier zum Beispiel mal an dem 16er Schaftfräser und kann hier überlegen, wie möchte ich hier eine Optimierung fahren. Ich habe auch an der Stelle noch die Möglichkeit, dass ich an jeder Stelle über diese Grafik mir wieder in das NC-Programm springen kann. Man sieht es jetzt hier auf der linken Seite, dass er ins NC-Programm direkt gesprungen ist oder gar den Schritt weiter über die im Werkrad bekannte NC-Rückschau zu gehen und da diesen Punkten anzuspringen und sehe diesen dann auch hier direkt in meiner Grafik drinne, wo diese Position ist und könnte hier auch mir überlegen, weshalb ist der Punkt, ist das so in Ordnung, wenn ich hier eine Stelle finde, wo ich sage, ja, das ist für meine Zerspannung vielleicht nicht optimal. Ich schalte den NC-Rückschau wieder aus, gehe hier wieder her, möchte da aber jetzt gar nicht weiter eingehen, sondern möchte an dieser Stelle den Lernmodus nutzen. Ich möchte von den Ergebnissen, die wir hier haben, lernen. Ich schalte dazu das Ganze mal auf 90% von meinen aktuellen Werten. Man sieht dafür die grün gestrichelten Linien. Das sind die Werte, an denen ich das Ganze kappen werde. Sage ich okay, die Werkzeuge sind gespeichert. Ich setze das Ganze wieder zurück, gehe wieder in meine Optimierungssteuerung, wähle jetzt aber nicht mehr die Analyse, sondern wähle hier direkt die Optimierung aus. Bestätige das Ganze wieder mit OK und sage Start. Jetzt werden genau analysiert, befindet sich das Werkzeug im Material, berührt es das Material oder ist in der Luft. Dementsprechend können andere Vorschübe gesetzt werden, sodass ich hier eine optimale Bearbeitung kriege. Wir kriegen das Ganze jetzt hier wieder farblich dargestellt in der Grafik angezeigt. Ich sehe jetzt hier die dunkelgrünen Bereiche, das sind die Bereiche, wie sie wie vorher waren. Alles, was hellgrün sind, sind Bereiche, die wir entsprechend optimiert haben. Und alle roten Bereiche sind Bereiche, wo wir entsprechende Spitzen gekappt haben, um das Ganze vorsichtiger zu machen und um hier auch werkzeugschonender das Ganze zu sparen. Das können wir uns auch hier nochmal ein bisschen näher machen. Wie machen wir das Ganze? Wir verändern hier keine Zustellung, keine Bahn wird hier verändert. Das bleibt alles so, wie es ist. Das Einzige, was wir machen, wir verändern den Vorschub, was man hier schön an der Stelle sieht. Im vorderen Bereich hier haben wir den Vorschub erhöht. Und im Bereich hier, wo wir das Ganze etwas kappen, wo die Gesamtkraft unsere limitierende Größe ist, sehen wir, wie der Vorschub entsprechend nach unten geht. Was bewirkt das Ganze oder wie sieht das Ganze im NC-Programm aus? Das können wir uns hier auch anschauen. Wenn wir den Dateivergleich anschauen, reingehen, sehen wir hier entsprechend auch farblich markiert die Unterschiede. Man sieht zusätzliche NC-Punkte, die generiert wurden, die aber genau auf dem NC-Weg liegen, wo sie normal gelegen hatten und wo je nach Eingriffsbedingungen des Werkzeugs wir unterschiedliche Vorschübe fahren, sodass wir die Gesamtkraft hier und die Spanstärke hier nicht überschreiten.
Als Ergebnis des Ganzen kann man sich auch noch das Potenzial nochmal anschauen, was wir hier raus hat, so hier eine Optimierung von 22% erreicht haben. Und so können wir das Ganze jetzt entsprechend freigeben. Dazu möchte ich als letzten Schritt noch eine Review-Datei erzeugen. Diese wird hier abgespeichert und auch direkt im Crosscom-System mit angelegt. Da wird der Henning gleich noch was dazu sagen. So, jetzt warten wir kurz. Jetzt ist die Review-Datei ist gespeichert worden. Ich kann an der Stelle das Wildcard verlassen und kann hergehen und kann im Crosscom die Freigabe wählen, so dass wir jetzt das Ganze freigegeben haben für die Fertigung mit dem entsprechenden Zeitstempel und übergebe jetzt weiter zurück an den Henning. Gut. Das heißt, das NC-Programm wurde jetzt für die Fertigung freigegeben, nachdem es nochmal im Vericut simuliert wurde. Und erst mit der Freigabe steht uns dieses NC-Programm auch erst für die Produktion, für die Fertigung zur Verfügung. Alle Informationen, die zu diesem NC-Programm vorhanden sind, erforderlich sind, können wir direkt an der Maschine über den InfoPoint an unterschiedlichen Prozessteilnehmer weitergeben. Das heißt, im InfoPoint habe ich zu meinem Artikel, zu meinem gültigen Änderungsstand alle Informationen, die im vorigen Prozess gesammelt wurden, zur Verfügung. Zusätzlich kann hier an dieser Stelle auch direkt das freigegebene NC-Programm übertragen und somit sind die Informationen an die Maschine weitergegeben. Unter den Detailinformationen sehe ich alle gesammelten, dokumentierten Arbeitsschritte erforderlichen Materialien. Das heißt, ich sehe meine Werkzeuge, brauche ich weiterführende Informationen, kann ich wieder die Informationen aus dem Tool Director abrufen. Das heißt, ich erhalte zu meinem Komplettwerkzeug dementsprechend die Stückliste und habe dementsprechend alle anderen Informationen zur Verfügung. Das heißt, ich habe meine CAD-Informationen, zusätzliche Dokumente, kann ich mir dementsprechend noch anzeigen lassen. Alles ohne Suchen, sondern direkt mit dem aufhängenden NC-Programm alle Informationen zu diesem NC-Programm. Darüber hinaus kann ich mir auch nochmal das Simulationsergebnis aus dem Vericut anzeigen lassen. Das heißt, hierüber wird mir die Review-Datei angezeigt, auch wieder ohne zu suchen, sondern direkt anwählen. Ich möchte das Ergebnis nochmal im Vericut betrachten. Und dementsprechend startet dort der Reviewer. Genau. Alle Informationen stehen zur Verfügung und somit kann das Bauteil abgearbeitet werden und gebe jetzt weiter direkt an die Maschine. Oh.
Dankeschön, Wolfgang. Sie sehen hier unser fertiges Bauteil, frisch von der Maschine, das wir am heutigen Tage gefertigt haben. Wie Sie gesehen haben, mit den richtigen Tools ist sowas relativ einfach. Mein Dank heute gilt den Mitwirkenden von COSCOM, CGTech und natürlich auch meinen Kollegen von SolidCAM, der Norbert Finkel, der Dirk Weiß und der Henning Felber sowie dem Wolfgang Heller. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie eingeblendet. Von meiner Seite her nochmal recht herzlichen Dank und auf ein baldiges Wiedersehen.